Und jetzt die feierliche Eröffnung der Olympischen Liebesspiele von Love Island. Der Einlauf der Athleten in saisonaler Bademode. Immer wieder ein Augenschmaus. Vor allem die sensationellen Zeitlupenaufnahmen. Finally. Diese Islanderin ist, seitdem sie 13 Jahre alt ist, fast durchgängig in Beziehungen gewesen. Komm her. Are you ready for love? Are you ready for love? Dieser Islander hat in einer Mädchenzeitschrift Flirt-Tipps gegeben. Oh. Diese Islanderin erstellte einen Fake-Account auf Instagram, um ihren Freund anzuschreiben und zu testen. Boah. Sie trauen es Sina zu. Und wer war es wirklich? Um eine Diskussion zu vermeiden, log dieser Islander seine damalige Freundin an und ging feiern, anstatt zu Hause zu bleiben. Beratschlagt euch im Team, welche Antwort ihr für die richtige haltet. Schreibt eure Antwort auf die Tafel. Wer, finden die Zuschauer, ist der sexyste männliche Islander? Dennis oder Martin? Bei Isabel wäre die Antwort klar, aber die ist ja keine Zuschauerin. Guck mal, diesen Körper, boah, und diese Tattoos. Uff, ja, dieser Locken, Körper. Diese Locken, ja. Oh. Ich glaube, Dennis, Dennis ist halt eher süß. Ich würde also? Dennis sagen. Dennis? Das schauen doch immer so kleine, also mehr so Mädchen so. Die stehen doch auf solche. Habt das? Dann zeigt mal. Ja. Oh, je. Der sexyste männliche Islander ist Dennis. Bruder, diese Haare, ja, dieser Körper. Du hast gewonnen, Bruder. Ich habe auch noch andere Qualitäten. Wie 4% der Zuschauer glauben, dass Lena mit den Jungs spielt. Alter, ey, wollt ihr mich komplett verarschen jetzt oder was? Nee, ich hab keinen Bock mehr. Nee, ohne Witz, wenn ihr mich hochnehmen wollt, ey, dann macht das doch direkt, ey. Nee, ich will nicht. Lass mich komm, komm. Lena. Nee, ich hab keinen Bock, dann geh ich nach Hause, ehrlich, ey. Keinen Bock auf die Scheiße. Nee, ich hab keinen Bock gerade, ohne Witz. 3, 2, 1, go! Die Witterungsbedingungen waren jetzt auch nicht die beste und dann. Und das Feingefühl fehlt ein bisschen. Na, nix. Ah, fuck, Alter. Ah, scheiße, Alter. Oh. Ich hatte irgendwie den Rechtsdraht, ich weiß auch nicht. Ich stehe hier. Boah, ich bleib hier stehen. Ich weiß ja nicht, ob du vielleicht danach irgendwie mal zum Optiker musst, um dir eine Brille zulegen. Jawohl, Erste! Alter! Weiter! Oh, scheiße. Ja, komm, 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 kriegst du noch zurück. Sehr gut. Habt ihr denn noch ein cooles Spiel geplant oder war es das jetzt erstmal? Männerstrippen. Ja, okay. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a KFT. The wind blew up her bird up down. Wer von euch im Parcours Stärke und Durchhaltevermögen beweist, der gewinnt am Ende vielleicht auch das Herz einer schiffbrüchigen Inselschönheit. Stripped auf Deck, allen unnötigen Ballast vom Körper und zeigt uns dabei eure verführerischen Moves. Und jetzt Marineleutnant Kahn, Deutschlands erster unten ohne Steuermann. Der Kahn hat für mich heute getanzt und hat die Show für mich gemacht. Auf zur Schiffstaufe. Gewollt. Chef Stuart Robin. Das Bussi war sehr schnell, so einfach Bus. Da musste der Matrose weiterreisen. Bingo loco for the Coco. Dominik der rote Corsar.
beim Kiel holen mit Sina. Na, Lisa? Findest du kacke, ne? Ja. Und jetzt wollen wir endlich mal was von den Ladies sehen. So, also, wir gehen raus, gucken uns das an und sind gespannt. So schaut's aus. 3, 2, 1. So schaut's aus! Jetzt mal ganz ehrlich, warum sieht man sowas nie im Tatort? Warum wird da immer nur gequatscht? Ich prangere das an. Ich hab die Granate. Einfach bombastisch. Glückwunsch dazu. Und jetzt ein atemberaubender Stunt ganz ohne Double. Ich sag nur ein Wort. Absolutes Hollywood-Niveau. Und nein, das ist kein billiger Wet-T-Shirt-Contest. Das ist eine Hommage an den deutschen Sommer. Mit ihren Blicken und wie sie sich bewegen muss, ja, das ist sehr, sehr reizvoll. Agent Lisa vom Friseurberufsinstitut, kurz FBI. Ich wollte dich schon immer mal verhaften, den Yannick. Ja, ungezogener Bube. Gib Feuer. So, warte mal ein bisschen hier. So. Fährst du gern zweigleisig, weil du Straßenbahnfahrer bist? Was ist das für ein Spiel? Nein, natürlich nicht. Also ich glaube, jeder hat das hier gemerkt, dass das eine ungute Situation für mich war. Ich habe mich in dieser Situation auch nicht wohl gefühlt und deswegen ist das ja, ein ganz klares Nein. Na, okay. Man kann viel sagen, wenn der Tag lang ist, aber am Ende des Tages zählen die Taten und nicht die Worte. Hast du deine Taschenmuschi wirklich noch nie ausprobiert? Ja, ich habe meine Taschenmuschi noch nie ausprobiert. Meinst du nicht, es wäre besser, mal wieder Druck abzulassen? Was sind das für Fragen, ey? Nein. Ich glaube, jeder hat irgendwie so seine Präferenzen und jeder soll damit klarkommen, wie er halt ist. Und dazu stehe ich halt. Und deswegen war jetzt. Aber ist halt so. Und jetzt kommt unser Animateur im Ruhestand. Martin, hast du schon Bammel? Jetzt bist du dran. Martin, bist du in Andrina verliebt? Nein. Ich habe aber Gefühle im Bauch, aber verliebt sein, ich glaube, es dauert nicht mehr lang, aber ich bin auf dem besten Weg dahin. Ich muss sagen, ich bin froh, dass Martin nicht gesagt hat, dass er verliebt in mich ist, weil das hat mich schon so ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Verliebt sein kann ja auch mal so verknallt sein. Okay, das sind wir beide, wissen wir. Aber verliebt, also Liebe, das kann man auch nach 3 Wochen nicht sagen. Bist du schon mal jemandem fremdgegangen? Ich denke, die Zuschauer denken, dass Martin der Ex-Freundin halt mit Jennifer fremdgegangen ist. Daher denke ich, dass die Zuschauer das gefragt haben. Nein, in einer richtigen Beziehung bin ich nicht fremdgegangen. Wo es on-off-off war, ist es für mich kein Fremdgehen. Es hat einfach nicht gepasst. Und das heißt für mich Fremdgehen. Ja. Ich dachte, okay, er hat sich da schlau so rausgeredet, sage ich mal. Aber hast du Angst, dass Jennifer was Schlechtes ausplaudert? Nein, also ich habe mit Jennifer gestern ein Gespräch gehabt. Bei uns sind die Fronten geklärt. Sie wünscht mir das Beste, ich wünsche ihr das Beste. Wir lernen uns hier so kennen, wir mögen uns und alles easy.
Fertig, oder? Ja, also Andrina ist derselben Meinung wie ich, dass die Vergangenheit Vergangenheit ist und wir beide scheißen auf die Vergangenheit. Ach ja. Also wenn ein Mann mir fremdgehen würde, dann ciao Kakao. An die Torten, fertig, los! Haben es denn alle soweit verstanden? Alter, das ist... Nee. Also ich, was darf ich jetzt? Ich darf einen Ring verteilen? Ein Kuss und meine Torte. Ein Kuss? Ja. Ein Kind, ein Ring. Okay, ich, also zwei Sachen habe ich schon mal. Torte wollte ich halt nicht. Jeder hat ja mitbekommen, dass in der letzten Woche jetzt auch was passiert ist. Und ich, klar, es sind halt so die Gefühle, die da entstehen und so. Aber ich fand die Herangehensweise halt nicht so cool. Und deswegen. Na, das hebt die Freundschaft doch auf ein ganz neues Level. Dein Move fand ich auch nicht cool bei Franzi. Und deswegen... Das war hart. On and the temperature's warm and I spit heat flashes, niggas getting nauseous. Ein bisschen zu stark, meiner Meinung nach. Das hat jeder so empfunden. Das war richtig böse, ne? Alter. War ein bisschen unangebracht. Aber das war schon fest, Schatzi. Das war echt ein bisschen... War das sehr doll? Ja. Das war sehr doll. Ja. Danke. Ja. Aber der ist echt pisst gerade, glaube ich. Ja. Oh Mann, der Blick. Daumen hoch, aktiviert die Glocke, abonniert unseren Kanal und verpasst kein Video mehr.